Sollte kein Problem sein. Ohne Mr. Sorgon ist das gar nicht mehr so einfach, ja? Oh Mann, leider. Muss mir gerade jetzt die Munition ausgehen? Fast down. Cool, mehr Munition. Aber hier gibt es jetzt ja wieder Leben. Also schnell. Neue Waffe. Durch den Mr. Sorgon. Yes. Wir leben. Wir leben. Das war knapp. So, Freunde, aus dem Weg. Mr. Sorgon. Gar nicht gut. Fuck, 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 fuck. Das ist echt nicht gut, das ist nicht gut. Oh Gott, wir waren noch nie so scheiße. Ich habe so viel Leben verloren schon. Wir sind tot! Durch so ein Scheißviech, durch so ein stinknormales fliegendes Kackviech. Das hat uns vorher noch nie getötet. Warum denn jetzt? Ja, aber der Countdown läuft einfach ganz normal weiter. Das ist natürlich cool. Das heißt, Sterben ist vollkommen irrelevant. Man spawnt einfach mit vollem Leben wieder da vorne. Das ist natürlich dann irgendwie ein bisschen witzlos, muss ich auch sagen. Ich meine, ich bin ja vorher schon ein paar Mal gestorben und dann hatte das keine Konsequenzen. Aber ich dachte zumindest bei sowas hier, dass dann der Countdown zumindest... Ich dachte, das ist dann ein Speicherpunkt einfach gewesen, ab dem man wieder zurückgesetzt wurde. Aber scheinbar wohl nicht. Finde ich ein bisschen witzlos, aber okay. Donnerschlag. Der Donnerschlag ist jetzt verfügbar. Und jetzt wir nochmal die Granatenwerfer. Hier. Lass mal Bombenwerfer. Ja, kriegen wir hier sogar. Nochmal. Nein, nein, nein. Ich hatte Dreieck gedrückt für Waffenwechsel. Und der stellt sich an das Scheißteil da dran. Boah, ist der dumm. Munition gefunden. Jetzt war doch aber irgendwie klar, dass ich jetzt nicht an das Ding stellen will, während mir so ein Viech da entgegenkommt, oder? So, kurz aktivieren, das Ding rausholen und wieder umballern. Ach, Sorgon ist schon weg, der hätte gerade erst gerufen. Ja, diesmal kommt der nicht, aber stimmt, der hat selbst die Luft gejagt. Das wird ja auch gespeichert, aus irgendeinem Grund. Oh Mann! Oh, jetzt komm schon! Ja. Jetzt nehmen wir den. Cool! Dann wäre das Endboss-Fights vielleicht sogar die Aufmerksamkeit ein bisschen von uns ablenken. Dafür verleiht man mir eine Medaille. Immerhin warst du es ja, der das Wetternetz manipuliert hat. Scheiß mich da um. Habe neue Munition. Ein Tottyp wird es nicht mehr erlauben. Also schnell.
letzte Waffe auswählen. Das ist dann der. Über den Dingens hier. Warum volles Leben? Wir brauchen Munition, wir brauchen Munition. Wir müssen den schärfen. Verdammt! Puh, war nicht knapp. War nicht knapp. War nicht knapp. Ja, tue ich. Aber das hast du jetzt schon sehr, sehr häufig gesagt. Und ich habe auch schon sehr, sehr häufig mit derselben Antwort geantwortet. Deswegen lassen wir es einfach mal. Und ich komme jetzt zu dir. Und wir machen dem Ganzen hier ein Ende, was? Was hältst du davon? Meine Damen und Herren, aus der weit entfernten Solana-Galaxie, der genialste Verbrecher, Schrägstrich, Blogger aller Zeiten, Stuart Sogo! Sogo, Sogo, Sogo. Ziemlich cool, was? Ich habe das Kerlchen gebaut, als ich noch so naiv war, dich zu verehren. Wie passend, dass er dich jetzt vernichten wird. Stuart, wo steckst du? Deine Macaroni mit Käse werden kalt. Mama, ich bin beschäftigt. Mann! Wie ich schon sagte, Zeit zum Sterben. Schaltet die Kampfmusik ein! Wenn du tot bist, okay, bin ich der Held für alle, die du je enttäuscht hast. Vielleicht bekomme ich sogar einen eigenen Fanclub. Nicht nochmal! Komm schon, blöder Sprenger! Aktiviere Schilde wie ein Boss! Ich habe bei diesem Baby keine Kosten gescheut! Gravitaniumfülle, Gadgetron-Energieschilde, okay, Omega-Tech-Fissionssprenger, alles um aus einem Helden Hackfleisch zu machen! Schilde! Oh, wieso müssen sie also die Schießereien immer so schwierig machen? Auf das Ding drauf ballern. Yes! Bin mal drauf da! Die Sicherung war in Top-Zustand! Weißt du überhaupt, wie viel Rasen ich dafür mähen musste? Ihr wollt mich ernsthaft mit ein paar Turcons aufhalten? Wie blöd kann man sein? Du kriegst mich! Ein paar Surkons? Uns reicht einer! Du meinst? Pyrogener Detonator entdeckt. Okay. Hast du dich schon im Tempel umgesehen? Wirst ganz schon überrascht sein, wenn du die zwei Dutzend pyrozytischen Sprengsätze findest. Hab sie aus einem Halsabschneider Außenposten geklaut. Der ganze Laden ist mit Sprengsätzen gespickt. Was? Ja! Naja, teuflisch, du mich auch. So, Mr. Sokon, und dann... Was ist drauf, Ballern da? Sich wohl wendet, wenn die berühmte Q-Bot tot ist? Ach ja, an mich! Pyrogener Detonator entdeckt. Gefallen dir meine Schilde? Die sind undurchdringbar. Du meinst, dass die undurchdringbar sind? Pyrogener Detonator entdeckt. So. Detonator entschärft. Nein! Dein Ernst? Okay, scheint wieder vollkommen bewusst zu sein, ob wir sterben oder nicht. Das Ziel ist die Energie. Was da irgendwie wieder ein bisschen Spannung aus dem Kampf rausnimmt.
Aber dafür ist es auch etwas unfair, finde ich persönlich, dass man direkt stirbt, wenn man runterfällt. Man könnte ja irgendwie ein paar Nanotech abgezogen bekommen oder so. Dafür dann nicht direkt. Dafür sollte es dann nicht egal sein, dass man stirbt. Oh Mann, muss mir gerade jetzt die Munition ausgehen? Pyrogener Detonator entdeckt. What? Was ist da jetzt draufgegangen gerade? Pyrogener Detonator entdeckt. Fuck. Okay, hat ausgereicht. Okay. Verzieh dich, verzieh ihr euch. Ich bin ein absolutes Superhirn. Und du bist eine absolute Null. Yes! Deinen Helden trifft man ja nicht jeden Tag, um ihn zu töten. Nein, jetzt fall doch nicht wieder runter, ey! Boah, du bist so ein Vollidiot, Ratchet. Etwas sehr unpraktisch, wie wir keinen Zugang mehr haben. Völlig anderen als denen hier in diesem Tempel. Die habe ich von den Halsabschneidern geklaut. Wie ich schon sagte. Und das ist die Wahrheit. Ja, ja, ja. Und ja! Detonator entschärft. Okay. Drücken. Und jetzt weiter draufballern. Sehr schön. Befehle, so sieht man das gern. Der ganze Laden. Okay, letzte Phase oder was? Erbärmliche Karriere. Keine Angst um mich. Mein Garitanium-Pasta hält sogar eine Meteoritenschauer Stärke 3 stand. Du bist tapfer als erwartet. Dann mach dich bereit für ein paar Plasma-Raketen. Hier stürzt gleich alles ein. Was soll ich jetzt machen? Offenbar zahlt sich all die Jahre Holo-Spiele. Ich hab's hier ganz kapiert, was ich jetzt machen soll. Ich werde ihn doch niemals umbringen können in der kurzen Zeit. Oder doch? Wird ja so Spaß machen, dir beim Sterben zuzusehen. Oh, doch, könnte klappen, der verliert jetzt nicht schnell Leben. Und ich werde ein Held sein, ich werde ein Held sein! Munition! Das war echt knapp. Ich glaube, der hat nicht so ganz verstanden, was es heißt, ein Held zu sein. Ein Held heißt nicht so. Man ist nicht ein Held, wenn die anderen Leute denken, dass man ein Held ist, sondern wenn man selber weiß, dass man ein Held ist. Wenn man wirklich Heldentaten geleistet hat und nicht anderen Leuten vorspielt, angeblich Heldentaten geleistet zu haben, die man gar nicht selber getan hat. Hat der selbst Quark mittlerweile eingesehen. Munition gefunden. So, aber jetzt wirst du sehen, das ist ein Fehler, was du hier getan hast. In den Keller. Was ergibt bei deiner Mama. Sinn? Wie kann jemand so beschränktes immer gewinnen? Was bist du? Ich bin der Typ, der nicht mehr bei Mami zur Untermiete wohnt. Seid ihr noch fit?
Ich weiß da von einer Bande mutierter Weltraum-Ninjas im Corvus-Sektor. Vielleicht sollten wir erst Mr. Surugo den Behörden übergeben. Und deinen Ruf retten. Oh, ja, klar. Bekomme ich wenigstens ein Los, Q-Force? Nein. Nur eins. Vergiss es. Ratchet? Hä? Ach, was soll's. Verdient hast du's. Eins, zwei, drei. Los, Q-Force! Ups, das hätten wir wohl vorher üben sollen. Oh Mann. Naja, wir haben das Level abgeschlossen. Und damit, ja. Können wir nochmal anschauen, welche Waffen wir dabei hatten. Oder welche Waffen, das sind ja alle Waffen, die es in diesem Spiel gibt. Es gibt keine Rider. Und ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Waffen immerhin aufs maximale Level trainiert. Dieser komische Schalleruptor und der Aggressor, die waren beide recht gut dabei. Und ja, ansonsten die Waffen, die wir halt fast nie benutzt haben. Der Grooviton, dieser komische Banger da, dieser Froststrahl und der Donnerschlag, die sind halt alle noch auf Level 1, weil wie gesagt, die haben wir fast nie benutzt, aber der Rest haben wir fast alles auf Level 3 gemacht. Das heißt, das ist sehr schön. Und wir haben das Spiel abgeschlossen und damit sind wir durch mit der Ratchet & Clank-Serie. Wir sind tatsächlich vollkommen durch. Ist das letzte Ratchet & Clank, was noch übrig geblieben ist. Wie gesagt, Size Matters und Secret Agent Clank zum aktuellen Zeitpunkt für mich nicht Let's Playbar. Sonst wegen, sollen aber auch beide nicht so brillant sein, beziehungsweise Secret Agent Clank ist wieder einer, ist wieder so ein Titel, der sehr wenig mit der normalen Ratchet & Clank-Serie zu tun haben soll, weil es da halt eher so ein bisschen um stealthiges Vorgehen gehen soll und Clank natürlich nicht so starke Waffen haben soll und auch eher schnell Leben verliert. Also eher wie die Clank-Passagen in den Ratchet-Spielen bislang. Und ja, ansonsten Size Matters soll wohl auch der schlechteste 3D-normale Ratchet & Clank-Ableger sein, weil er auch nicht von Insomniac Games stammt, sondern von einem anderen Entwicklerstudio. Aber ansonsten muss ich sagen, die gesamte Ratchet & Clank-Serie finde ich ein super Genuss. Also es ist fast kein Titel dabei, von dem ich sagen muss, der ist schlecht. All for One ist für mich der schlechteste Teil, einfach dadurch, weil es halt einfach kein wirkliches Ratchet & Clank mehr ist. Q-Force finde ich an sich extrem gut, muss ich sagen, mit dem ganzen Sachen, mit dem ganzen Level, aber dieses ganze, Tower Defense Kram, worauf es aufgebaut ist, das gefällt mir halt nicht. Also wenn es Leuten dieses Tower Defense gefällt, dann ist es nicht schlecht. Dann ist halt blöd, wenn man dann an der anderen Seite der Welt ist, dann muss man wieder zurückrennen, wenn eine neue Welle kommt, dann kannst du wieder loslaufen, dann bist du wieder gerade irgendwo mittendrin, dann musst du wieder zurücklaufen, wenn wieder eine neue Welle kommt und wieder los. Und dass das Sterben keine Relevanz hat, ist auch irgendwie total sinnlos eigentlich, weil wozu gibt es da eine Lebensleistung, wenn du tot bist, dann spawnst du einfach neu und es geht weiter. Also direkter Übergang. Sogar sämtlichen Schaden, den du vorher gemacht hast, wird gespeichert. Es gibt keine Speicherpunkte, sondern es wird einfach direkt weitergemacht, wo du dann gestorben bist. Und das, dann brauchst du auch keine Todesanzeige mehr eigentlich oder keine Lebensanzeige. Da kriegst du ja nicht mehr eine Bestrafung, wird dir noch nicht mehr Boats abgezogen oder so ein Kram, wenn du stirbst. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Also, weiß ich nicht. Dadurch macht es das natürlich auch sehr, sehr einfach, das Spiel. Ja, ansonsten, wie gesagt, also ich finde es auch sehr kurz für den Preis, muss ich sagen. Also Quest for Boothie war ja nur ein 10-Euro-Titel und der hat 2 Stunden gebraucht. Und dieser Titel hier ist ein 30-Euro-Titel gewesen, der jetzt herausgekommen ist. Und mittlerweile noch ein 15-Euro-Titel. Und das Ding ist nach 4 Stunden durch. Also da finde ich die Relevanz irgendwie nicht so ganz, weiß ich nicht, also 30 Euro für 4 Stunden oder für 3,5 Stunden, wenn man nicht alle Goldboats sammelt, finde ich ein bisschen wenig. Und dann auch noch so viel kostenpflichtigen Zusatzcontent dazu zu packen. Also man kann sich ja 30 Milliarden verschiedene neue Charaktere kaufen. Alle, also je drei Charaktere, immer so Dreierpacks für 1,79 oder so war das, glaube ich, oder 1,59 oder irgendwie sowas war das. Und da habe ich mir auch schon so gedacht, hallo, wenn du jeden Charakter haben willst, dann musst du da ja bestimmt nochmal 40 Euro reinpumpen für ein Spiel, was nur 4 Level hat. Beziehungsweise, das weiß ich nicht. Und das 4. Level ist quasi das 2. Level nur in Schnee, mit Schnee überzogen. Das ist eigentlich, also, ich finde sein Geld nicht wert. Also,
10 Euro ja, alles darüber, so 15 Euro finde ich jetzt schon sogar zu happig dafür. Das ist dafür einfach zu wenig geboten, dafür, dass es was kostet. Also ansonsten natürlich, wie gesagt, es ist an sich von allen nicht typischen Ratchet & Clanks das doch am Ratchet & Clank typischsten. Also die nicht typischen Ratchet & Clanks sind für mich halt Secret Agent Clank, was ich jetzt nicht beurteilen kann, weil ich es nicht gespielt habe. Es ist Gladiator, es ist All for One und es ist Q-Force. Und ja, wie gesagt, All for One war was komplett anderes. Das hat halt eher auf 4 Spieler Multiplayer gesetzt. Gladiator hat halt ja doch eher so ein bisschen auf Arena-Prinzip gesetzt. Und ja, da ist das ja schon in der normalen Ratchet & Clank-Serie am ähnlichsten. Aber wie gesagt, durch dieses ganze Tower-Defense-Kram ist es eine coole Idee, aber eher so ein kleines Gimmick und so ein ganzes Spiel dann. Also diese 4 Stunden fand ich ganz okay, aber ich glaube für 6 oder 8 Stunden hätte ich dann ein bisschen sehr anstrengend gefunden, wenn man dann wirklich jedes Mal wieder zurück und dann wieder weiter und dann wieder zurück und dann wieder weiter und dann wieder zurück. Es war sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, ich finde keine 30 Euro, wie es am Anfang wert war und auch keine 15 Euro wert, sondern wenn es irgendwann mal im Angebot ist für 7 Euro, gibt es ja oft mal, oder dass es dann irgendwie 50% Rabatt gibt im PlayStation Store für irgendwelche Aktionen, dann könnt ihr euch das durchaus holen. Wenn ihr die Ratchet & Clank-Serie mögt, wenn nicht, dann würde ich es euch nicht empfehlen, weil 15 Euro finde ich, wie gesagt, trotz alledem noch zu happig. Und ja, bewerten muss ich das Spiel natürlich auch. Und wie gesagt, ich finde es halt sehr, sehr, wie die Ratchet & Clank-Serie eigentlich. Spielerisch fühlt es sich sehr stark an wie Tools of Destruction, Quest for Boothie und The Crack in Time. Also wie die Hauptkonsolen-Ableger, also Haupt-PlayStation 3-Ableger der Serie. Und ja, deswegen muss ich sagen, bekommt es auch gameplaymäßig eine ähnliche Note, aber wie gesagt, die ganzen Abzüge, die ich eben schon genannt habe, mit Sterben hat keine Relevanz und man verliert pro Level eh seine ganzen Boats, das heißt, die Boats haben eigentlich nur noch wenig Sinn, außer dass du dir deine Geschütztürme kaufen kannst und wenn dein Lager dann einmal gut geschützt ist, dann hast du Boats in Überfluss und weißt nicht wohin damit, weil im nächsten Level sind sie eh wieder weg, finde ich schade. Gibt es für ein Ratchet & Clank-Spiel auch recht wenig Waffen. Und es gibt nur bis Level 3, das heißt, das Level-System der Waffen ist quasi fast nicht vorhanden. Was auch schade ist. Dann, ja, wie gesagt, viel zu kurz für den Preis. Und deswegen, es gibt alles Abzüge. Und dieses ganze, wie mir persönlich gefällt, auch dieses ganze Tower-Defense-Prinzip nicht so ganz. Das passt nicht so ganz mit dem wirklich ein Prinzip von Ratchet & Clank überein. Einerseits musst du Secrets finden, wie versteckte Waffentürme oder versteckte Goldbolts und kannst schön die Landschaft genießen, musst verschiedene Aufgaben in dem Gebiet erledigen. Andererseits musst du aber alle 2 Minuten oder jede Minute wieder zurück zu deinem Lager rennen, weil irgendwelche Wellen kommen. Das, weiß ich nicht, das widerspricht sich irgendwie gegenseitig und das harmoniert für mich auch nicht so ganz gut miteinander. Deswegen gibt's halt ein paar Abzüge und dann bekommt das Spiel am Ende von mir eine Note 2-, ne 3+, 3+, ich gehe auf die 3+. Eine 2 ist es nicht mehr. Es ist eine 3+, und ist noch ganz ordentlich, aber ist jetzt nicht so super toll. Und ich würde es auch ich würde es mit Gladiator auf eine Stufe stellen. Also All for One ist ja, wie gesagt, nicht mein Lieblings-, also für mich persönlich das bislang schlechteste Ratchet & Clank gewesen. Was nicht heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist, sondern mir persönlich hat es einfach überhaupt nicht gefallen und die Computer-KI war schlecht und so weiter und so fort. Seht ihr in der Bewertung am Ende des Spiels. Und ja, danach kommt dann Gladiator und Q-Force und ja, dann kann ich jetzt ja eigentlich auch gleich meine Top-Liste der Ratchet & Clank-Spiele hier noch kurz hinterhauen, weil es ist ja das letzte. Es ist ja das letzte von denen, die ich spielen muss. Deswegen, wie gesagt, schlechtesten finde ich All for One, dann würde ich Gladiator und Q-Force auf eine Stelle stellen, dann ja, Quest for Boothie, weil es einfach nur so kurz war, dann der erste Teil, weil da das Waffenlevel und so weiter noch nicht drin war, dann finde ich persönlich Teil 2 kommt für mich dann, weil ich finde, da gab es keinen wirklichen Endboss, die Story fand ich da nicht so intensiv, ich meine, du kamst dann dahin und dann hattest du einen verwirrten Professor und dann war was geklaut und dann war das doch nicht wirklich geklaut, weil das war dann eigentlich nur gerettet und dann war es irgendwie Quark am Ende und das weiß ich nicht. Da hat mich die Story nicht so mitgerissen wie in den ganzen anderen Ratchet & Clanks. Und deswegen kommt dann Ratchet & Clank 2 für mich, Ratchet & Clank
Ja, ich würde sagen, dann kommt für mich Quest for Boo, nicht Quest for Boosie, Tools of Destruction kommt dann für mich auf dem nächsten Platz. Dann kommt Ratchet & Clank 3, Dr. Nefarious, wie ich finde, einer der coolsten Widersacher, den es gibt. In allen Videospielen, weil es extrem lustig und gleichzeitig noch, weiß ich nicht, hat einerseits was Bedrohliches, andererseits aber auch was, das passt einfach perfekt in dieses Universum, dieses Ratchet & Clank-Universum. Ich finde es einfach total super. Und ja, dann natürlich A Crack in Time, mein zweitlieblings Ratchet & Clank, denn auf Platz 1 ist tatsächlich Nexus, der neueste Teil, weil er sich nicht wegen der Story, die war nämlich nicht gar nicht so wirklich gut, nicht wegen den Charakterverbindungen, weil da kamen gar nicht so viele Charaktere aus der Ratchet & Clank-Serie vor, sondern einfach, weil es vom Gameplay her sich am mit Abstand flüssigsten und mit Abstand direktesten und dann mit Abstand, ja, weiß ich nicht, kontrolliertesten steuern ließ. Deswegen Nexus, auch wenn es nur so sehr, sehr kurz war, was für mich auch ein sehr großer Kritikpunkt war, es hat einfach so viel Spaß beim Spielen gemacht, dass ich, naja, Nexus ganz, ganz, ganz knapp vor A Crack in Time stellen würde. In A Crack in Time war einfach das Sammelfieber noch viel größer, was ich cool fand, dass man nicht nur die Goldboots, sondern auch noch Zonis und noch Rider-Pläne und so weiter sammeln konnte. Dass die Level gut unterschiedlich designt waren und dass es halt eine geile, fette Story hatte mit Ratchet und Clank, mit Ratchets Vorfahren, mit der Suche nach Clank, mit der großen Uhr mit Clank, mit Dr. Nefarious als Bösewicht, aber andererseits noch der Geschichte von Ratchets Vorfahren und so weiter und so fort. Also von der Story her, vom Gesamtpaket finde ich Crack in Time mit Abstand das coolste, aber Nexus hat einfach gameplaymäßig nochmal so einen Riesenschub oben drauf gelegt, dass ich hoffe, dass man einfach einen auf der PlayStation 4 nochmal mit der neuen Technik, mit der neuen Grafik und so weiter und so fort, also mit einem richtig, richtig fettes Ratchet & Clank entwickelt, was storymäßig und sammelmäßig und leveldesignmäßig Ratchet & Clank Crack in Time bespricht, aber gameplaymäßig sich an Nexus orientiert. Das wäre mein perfektes Ratchet & Clank, was ich mir wünschen würde und ich hoffe, es kommt. Ich hoffe, Insomniac Games hat die Ratchet & Clank-Serie nicht mit Nexus abgeschlossen, sondern wird sie weiterführen. Und das werden wir in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten sehen. Sollte auf jeden Fall ein neues Ratchet & Clank angekündigt werden, werde ich hiermit direkt ankündigen, dass ich es auf jeden Fall am Release Let's Playen werde. Und wie gesagt, wir werden ja dann auch irgendwann in weiter Zukunft die Ratchet & Clank-Serie nochmal komplett von vorne durchstarten. Und ja, dann versuchen, so nah wie möglich an die 100% ranzugehen, die Stilpunkte zu sammeln und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt hier nur die ganzen Goldboots gesammelt und meistens versucht, überall alle Waffen zu bekommen. Und im zweiten Durchlauf kommen dann Stilpunkte und so weiter und so fort, was es halt sonst noch so zu sammeln gab. Und Waffenleveln und so einen ganzen Quatsch. Ja, als Nachfolgeprojekt wird jetzt natürlich kein Ratchet & Clank mehr kommen können, denn das war das letzte, aber wir haben eine ähnliche Serie, die auch auf der PlayStation 2 ihren Anfang fand, bereits schon gestartet im Sommer, oder Ende Sommer, im August war es, glaube ich. Es war Jack & Dexter, das habe ich ja damals schon den ersten Teil zu 100% gespielt, und da wird ja Jack 2 vermutlich als nächstes kommen, danach wird Jack 3 kommen, und dann werde ich als Abschluss der drei Serien, die ich alle drei auf meinem Kanal dann durchgebracht habe, also sowohl Sly Cooper als auch Jack & Dexter, als auch Ratchet & Clank, werde ich dann, auch wenn es nicht gut sein soll, trotzdem finde ich, das ist ein gelungenes Finale, einfach alle drei Spieleserien verbunden in einem Spiel in PlayStation Move Heroes, werde ich dann als Abschluss bringen. Und ja, dann habe ich alle bisherigen Spiele, die dafür erschienen sind und ich Let's Playen kann, geschafft. Und bin dann quasi für jeden Nachfolger bereit, ob Jack & Dexter, was am unrealistischsten ist, oder Sly Cooper, was sehr realistisch ist, weil es in Sly 4 einfach gespoilert wurde am Ende, oder geteasert, sage ich mal, wurde es am Ende, dass es auf jeden Fall einen neuen Teil geben wird. Das ist sehr, sehr eindeutig das Secret Ending, sage ich mal. Und ja, ich hoffe auch, ein neues Ratchet & Clank wird dann natürlich direkt alles Let's Played auf meinem Kanal, aber vorerst, wie gesagt, Nachfolgeprojekt von diesem Spiel höchstwahrscheinlich Jack 2, dann Jack 3, dann PlayStation Move Heroes. Und was dann kommt, das sehen wir dann. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir, mit Ratchet, mit Clank, mit Quark, mit Nefarious und mit allen anderen aus der, ja, aus dem Ratchet & Clank-Universum. Und ich hoffe, wir sehen uns dann
bald irgendwann demnächst in den nächsten Monaten, Jahren in Ratchet & Clank Universum wieder und eventuell auch in anderen Spielen, in anderen Let's Plays. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei, da kommt einiges Verschiedenes, vieles zu Sony, vieles zu Nintendo, aber auch viele andere Sachen, wie mal FIFA, wie mal ein Battlefield-Part, wie mal was weiß ich. Gibt einiges und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst öfter, ne? Also, bis dann und auf Wiedersehen.